Diese Tiere wurden ausschließlich deswegen gezüchtet, um sie dann vor einer Jagdgesellschaft zu einer Abschießbelustigung auszusetzen. 60.000 dieser Tiere werden jedes Jahr in Österreich ausgesetzt, um abgeschossen werden zu können. Aber heute interessiert uns nicht die Statistik, sondern die toten Tiere, die Fasane, die wir in den Armen halten und für die wir die Gesellschaft anklagen. Geboren wurden sie in einer Brutmaschine, nicht von einem Fasan ausgebrütet, von einer Fasanmutter, sondern in einer der zahlreichen Brutmaschinen in Ungarn, Tschechien oder der Slowakei. Auch in Österreich gibt es eine Großbrüterei für Fasane und Rebhühner im Burgenland. Die Eier liegen in diesen Brutmaschinen, dort schlüpfen die Küken, ohne dass sich eine Glucke oder ohne dass sich eine Mutter um sie kümmert. Werden sie dann herausgeholt und in geschlossene kleine Stadel gesteckt, fensterlos, mit einer Wärmelampe statt einer wärmenden Mutter. Und dann werden ihnen die Schnäbel kupiert oder sie bekommen Schnabelsperren in den Mund gesteckt oder groteske Masken aufgesetzt. Und von dieser Brüterei werden sie dann in Transportkisten gestopft, werden sie auf Lastwagen verladen und mit Tiertransporten in die österreichischen Jagdreviere gebracht. Diese seltsame Tradition, diese Feudaljagd, ist schon hunderte Jahre alt. Der Adel hatte früher das Jagdprivileg und er war nicht interessiert an Ökologie und schon gar nicht an Tierschutz. Die wollten nur möglichst leicht, möglichst einfach, möglichst viele Tiere schießen. Doch die Opfer, die halten wir hier heute in der Hand. Aus Brütereien, aber auch aus den Jagdrevieren, wo sie eben auf verschiedene Weise zugrunde gegangen sind. Und wir alle, die mitbestimmen können, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wir alle sind dafür verantwortlich. Es liegt an uns, jetzt ein Verbot, ein bundesweites Verbot auszusprechen für das Züchten und Aussetzen dieser Fasane für den reinen Jagdspaß.